Herzlich willkommen. Schon mal eine Folge hier auf dem Marsch. Wir werden jetzt Mist fahren und dann werden wir schauen, ja, auf die nächsten Arbeiten halt, ne? Ich glaube, die Aufnahme ist jetzt wieder gekommen. Ich hoffe, das klappt. Noch mal kurz. Herzlich willkommen zu einer Folge auf dem Marsch. Irgendwas haut das halt nicht hin. Jedenfalls, wir machen jetzt weiter mit Mist. Und wir haben eine Fräse gekauft und dann werden wir gleich mal loslegen. Die ist ja zu. Naja, die öffnet sich ja beim Arbeiten, ne? So, wir fahren jetzt mit Schwein und holen mal den Mist. Ich hatte vorne geguckt am Hänger, ob wir einen kleinen Hänger größer kriegen könnten, aber das ist nicht der Fall. Wir haben die gleiche Menge ungefähr nachher zusammen. Und ich habe mir gesagt, nö, dann geben wir das Geld nicht aus, dann behalten wir das. Und zahlen wir das gleich wieder zurück. Mal die Fräse hier nach hinten schmeißen lassen, so wie es sein soll. Ob die auf den Schnee gehen würde, ich glaube eher nicht, aber. Weil die ja sich im Prinzip nach einem Anhänger errichtet, ne? Also so, heißt, sie müssen vorne erstmal senken. Dann anschalten. Und dann hauen wir unsere Hänger voll, ne? Also können wir die Klappe damit umdrehen? Dann machen. Ja, sieht das optisch besser aussieht, ne? Mache ich mit der Maus, ne? So. Ja, die Aufnahme wollte nicht laufen zu Anfang, jetzt geht's wieder. Ich weiß auch nicht genau, was los ist. Die Schweine haben nicht so viel Mist, die haben dann weniger, ne? Aber gut. Ist ja auch nicht so voll, ne, wie die Kühe, ne? Und ich wollte noch einen großen Hänger kaufen, das wäre was geworden. Verschwendung. Man kann natürlich auch mit einem Hänger daneben fahren und der Traktor wird nur als Arbeitsgerät genutzt, ne? Oh, das ist voll. Mehr oder weniger. So, B, V, C. Entschuldigung, wenn wir da hinten gehen, ne? Vorne. E. Und V. Aufheben. Wir müssen gerade rauskommen, ne? So. Ein bisschen Mist verkaufen bei der BGH. Wenn wir hier rauskommen. Der will nicht so recht. Was ist denn da hinten denn da? Garagentor. Kein Grund zum Anhalten, ne? Bei Mist gab es ja nur ein Update. Wer Mist nicht kennt, das ist so ein Spiel aus so ähnlich mit Zombies, nur anders aufgebaut. Und will ich mal testen und sehen, wann ich viel Zeit habe. So. Ich klappe nochmal ein. Finde ich mir ganz gut, wenn er durch den Traktor durchgeht, ne? Ein bisschen. Unlogisch. Bremsen. So. Ja, die Temperatur ist immer noch zu kalt für den Boden, ne? Also für Bodenbearbeitung geht nicht. Und wenn wir Mist drin haben, können wir gleich ein bisschen die Silage nachhelfen, ne? Der arbeitet zurzeit nicht.
So. Super. Jetzt. Das ist schon komisch. Braucht doch jetzt hier Abladepunkt. Ach, weil ich vorne aktiviert habe, okay. Ja, dann geht's natürlich nicht, ne? Jetzt wird er mir so angezeigt. So, das heißt, die Lage dann normalerweise, weil Mist müsste ja viel mehr kommen, ne? So. Den Rest auch noch abladen, ne? Muss ich wieder wegkriegen, ne? So, jetzt sind wir hier vorne mal schauen. Und da kommen wir nicht ran. Beziehungsweise schon. So. Na, hier hinten wieder. Vorne. V und B. Die Ecke auch weg und später näher, wenn wir da hinten kommen, machen wir es rechts auch weg. Mal sehen, wie wir alles wegkriegen hier. Ob wir die extra gut auf der Arbeit kriegen irgendwie. Mal schauen. So arbeiten wir uns durch, ne? Graben wir im Tunnel. Geht bin schneller im Förderband. Das ist ein Förderband, das gibt's doch gar nicht. Man sagt Vollpfosten, ne, aber. Ja, weil die Mist schon wieder alle war bei der Schweine. Wenn wir jetzt die Lage reinfahren, ne? So, hinten aktivieren wieder. Und drauf damit. Wenn wir auf 5 gehen, Geschwindigkeit. Sonst kommt nichts verarbeitet, ne? Ein bisschen schnell. 70 Grad, 73. Macht dann neue Dings. Nachdem wir jetzt hier einen anderen Modus haben hier. Zuerst wollte er nur auf 30 FPS wegen Monitor und jetzt kommt er mit ja, mit 60 und macht viel Hitze. Ja,
Aber das kann er auch normalerweise. CPU, ja. Ein bisschen Sorgen habe ich schon mal. Den stärkeren Rechner drauf. Also normalerweise macht er über die Grafikkarte. Und die geht auch relativ hoch. Also nur 64 Grad, das geht. Aber irgendwann, naja, wo, naja, den Rechner, nee, das war zu teuer. Nur ein Kaufen für Streamen, nee, das bringt nichts. Dann muss schon anders sein, ne, dass man einen anderen Rechner neu kaufen, dann umbaut, ne. Den anderen Rechner verschenkt, aber das geht nicht zur Zeit. Das Geld zusammenhalten. Deutsch. Wenn wir auf 30 gehen, wa? Kann sein. Was habe ich gedacht? Gehen wir auf 30. Oh, plus 3 Grad haben wir jetzt schon Lufttemperatur. Gehen wir kurz auf 60, aber ein bisschen mal verarbeitet von der BGA. Und ein bisschen. Jetzt warten. Förderwand erledigt. Scheint so. Die paar rein, ne? Nicht genug. Gut, dann können wir wieder auf normal gehen, ne? 5. Ja, ist so, ein BGH muss er verbrauchen, ne? Und wenn er verbraucht, dann muss ich Zeit laufen. So, hier ist die Zeit. Muss ich mal schauen. Umbau angesagt. Und zwar, Motor erstarten. Hier das komplett wegnehmen, ne? Haufen da. Ist ja ein bisschen eigenartig hier, ne? Also Förderbahnsystem ist gut, aber leider zu langsam. Wenn man zwei nebeneinander haben, muss nicht besser sein. Denn ich will hier vorne die Ecke wegnehmen. Motor starten. Finden wir ein bisschen, naja,
unrealistisch, ne? Aber richtig. Will ich da rankommen? Die zusammenziehen die Sache, ne? Ein bisschen umständlich mit der Maus, aber wenn man die Rechtstaste dann loslässt, kommt Cosplay. Also schön gehalten halten. So. Erledigt, da ist Cosplay. Okay. So. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir machen gleich weiter mit die vorne euch mal eine Ecke nehmen gleich. So. Genau. Gut, schon, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und winke winke, schon ciao. Ja, wir machen noch heute ein bisschen weiter. Bisschen Silage, bisschen dies und das, was so anfällt. Erstmal Silage, denken wir, dass wir für Arbeit kriegen. Die Temperatur passt, Bodentemperatur geht los mit Düngen und dann auch mit Flügen. Tschüss, wünsche ich euch schon Schau und danke fürs Reinschauen. Tschüss.